Hallo und willkommen zur Albenrevue. 1975 und 1976 sind zwei Jahre, in denen es kein neues Album von der Band Yes gab. Und die nachfolgenden fünf Episoden meiner Albenrevue werden sich mit der Frage beschäftigen, warum? Wobei das etwas irreführend ist, da ich die Frage nach dem Warum nicht hinreichend beantworten kann. In 1974 brachte die Band das faszinierende Album Relayer heraus, mit Patrick Moratz als festes Mitglied der Band. Ich habe dazu bereits eine Albenrevue gemacht, leicht zu finden in der entsprechenden Playlist, die ich nun auch unter das Video posten werde. Nach der Veröffentlichung von Relayer folgte eine lange, sehr bombastische Welttour. Aber leider kann ich nicht die Frage beantworten, wer denn als erster die Idee hatte, dass die Band ein Jahr Auszeit nehmen sollte, um in dieser Zeit jeweils ein Soloalbum aufzunehmen, also jedes der fünf Mitglieder ein eigenes. Somit weiß ich auch nicht, ob die Plattenfirma Atlantic und ihr legendärer Chef Ahmet Ertegün an dieser Idee eher die Augen verdreht haben oder sich eher gedacht haben, okay, wir kriegen dieses Jahr zwar kein Yes-Album, aber wir kriegen fünf fertige Alben von Yes-Mitgliedern. Es war eine sehr bizarre Situation, typisch für die kreative Ausgelassenheit jener Jahre. Interessant ist allerdings, dass obwohl diese fünf Alben unabhängig in unterschiedlichen Studios entstanden sind, es dennoch zahlreiche Überlappungen und Gastauftritte der einzelnen Musiker gibt. Im Grunde könnte man alle fünf Alben durchkämmen und daraus eine Art fiktives Yes-Album aus dem Jahr 1975 respektive 76 zusammenstellen. Ein musikalischer Homunculus, Frankensteins Monster. Egal. Interessant finde ich noch das kleine Detail, dass alle fünf beteiligten Musiker noch nie zuvor ein Soloalbum gemacht hatten. Das sind also zugleich auch fünf Debütalben der jeweiligen Künstler in ihrer Kapazität als Soloisten. Ich möchte diese fünf Soloalben, die da in den Jahren 75 und 76 rauskamen, jeweils mit einer eigenen Albenrevue versehen, bevor ich dann mit dem nächsten Yes-Album weitermache. Das wäre ja dann Going for the One. Und hierbei möchte ich die fünf besagten Soloalben in der Reihenfolge ihres zeitlichen Erscheinens bearbeiten. Denn hierbei ist interessant, dass die fünf Musiker, obwohl sie fast zugleich mit der Arbeit an ihrer Musik begonnen hatten, zu sehr unterschiedlichen Zeiten fertig wurden. Der erste, der die Arbeit beendete, war Steve Howe. Sein Solo-Debüt Beginnings kam bereits am 31. Oktober 1975 in die Plattenläden. Einige der anderen Musiker hatten zu diesem Zeitpunkt kaum etwas Vorzeigbares vorzuweisen. Ich muss kaum dazu sagen, dass Steve Howes Album vorrangig ein gitarrenlastiges Album ist. Als Gitarrist ist Steve Howe sichtlich interessant, insbesondere da seine Einflüsse deutlich von der Norm der üblichen Rock-Gitarristen jener Ära abweichen. Die meisten Rock-Gitarristen waren vorrangig vom Blues beeinflusst, doch Steve Howes frühe Inspiration kam von Leuten wie Royce Mack und Wes Montgomery, Chet Atkins, Django Reinhardt und Les Paul. Was man seiner Spieltechnik durchaus anhört. Sicherlich ist Steve Howe kein gitarrentechnischer Generalist, wie es oft bei Studiomusikern der Fall ist, sondern ist mehr ein Spezialist, der über die Jahre seine eigene musikalische Handschrift perfektioniert hat. Das Album beginnt gut gelaunt mit dem Track Doors of Sleep. Und obwohl hier der gewohnt großartige Gitarrensound die Musik dominiert, stoßen wir schon nach Minuten auf das große Hindernis dieses Albums, Steve Howes Stimme. Und das ist sichtlich unoriginell, denn in Bezug auf diese Platte sind schon alle Gespräche dazu geführt worden. Es ist bis heute ein ungelöstes Rätsel, weshalb Steve Howe darauf bestanden hatte, die Songs selbst zu singen. Nun, ich vermute, dass die fünf Jahre in Yes hier sicherlich eine Rolle gespielt haben. Dort singt er Steve Howe unentwegt, doch eben in einer gänzlich anderen und sehr genau festgelegten Konfiguration. Yes, das ist gesanglich vor allem John Anderson, dicht gefolgt von der Zweitstimme von Chris Squire, der ein hervorragender Sänger ist übrigens. Also darum wird es ja bei seinem Soloalbum auch noch gehen.
Anderson und Squire singen immer in anspruchsvollen Intervallen und Harmonien, doch der Tontechniker Eddie Offroyd hatte stets Steve Howes Stimme als dritte Komponente in den Mix gebracht, aber dann eben leiser als die anderen und vor allem viel tiefer, mehr am Grundton der jeweiligen Harmonien dran. Somit kriegt man in den Yes-Aufnahmen Steve Howes Stimme nur bei sehr genauem Hinhören überhaupt mit. Sie ist da, sie hat ihre Funktion, aber sie ist absichtlich nicht zu genau wahrnehmbar. Doch Steve Howe als singender Frontman, es ist unfassbar, dass das Album von Eddie Offroyd co-produziert wurde, denn ich frage mich, was Eddie dabei durch den Kopf gegangen ist. Vermutlich dachte er, bevor ich hier 6 Wochen mit Steve Howe im Streit liege, der ziemlich dafür bekannt ist, auf alle nur erdenklichen Arten einzuschnappen, cashe ich lieber den Scheck und halte mein Maul. Ich meine, das mutet derartig wie so eine Art Florence Foster Jenkins Situation, dass es fast unglaublich ist. Australia ist erneut ein entsetzlicher, unerträglicher Gesang, doch dafür ein hervorragendes Gitarrensolo, aber insgesamt ein sehr fragwürdiger Song. The Nature of the Sea ist ein proggiger Instrumental. Dass Steve Howe hier nicht singt, wertet den Track massiv auf. Howe kann hier auch seine Qualitäten gut ausspielen und das ist vor allem der Einsatz von vielfältigen Gitarren, Ukuleles, Mandolinen, akustische Gitarren, Jazzgitarren, ein super charmantes Stück und sichtlich ein Highlight auf diesem Album. Man stellt sich nur vor, Howe hätte ein Instrumentalalbum in diesem Stil aufgenommen. Das Ding wäre ein echtes Kultobjekt. Lost Symphony, das letzte Stück auf der A-Seite, ist erneut eine liebliche Komposition, die mit tollen Gitarrenpassagen und jazzigen Abschnitten besticht. Steve Howe spielt hier auch eine Lap-Steel-Gitarre. Der Gesang ist bei diesem Song gerade noch so zu ertragen, insbesondere da das meiste in eher tiefer Tonlage als Bariton eingesungen ist. Beginnings ist die Eröffnung der B-Seite, ein wunderschönes Barockstück, das Steve Howes Fähigkeiten zeigt, ein reines Orchesterstück zu schreiben und aufzunehmen. Die Orchestrierung nahm allerdings Patrick Moratz vor, der hier in seinem Element sein durfte. Hierbei handelte es sich um ein kleines Kammerensemble von 7 Leuten, begleitet von Patrick Moratz am Piano und einem Moog-Synthesizer. Das ganze Arrangement klingt, wenn schon nicht progressive, so doch großartig. Im Finale stößt Steve Howe dazu mit einer spanischen Gitarre. Symphonische, romantische Musik und sichtlich ein weiteres Highlight auf diesem Album. Der Track Will-O-The-Wisp hat die Grundfesten zu einem coolen Psychedelic-Rock-Track, wird aber vollständig von dem bizarren Gejaule von Steve Howe zerstört. Es ist ja nicht so, dass er falsch singt. Steve Howe ist extrem musikalisch und er weiß, was der richtige Ton ist. Er hat einfach nur das Pech, dass seine Stimme nicht wirklich gut zu ertragen ist. Er kann sich da auch nicht beschweren. Er ist einer der interessantesten Gitarristen seiner Ära. Man sollte da nicht unbescheiden sein. Aber der Gesang auf diesem Track erreicht einen gewissen qualvollen Tiefpunkt. Und wie gesagt, kompositorisch ist das ein ziemlich charmanter Psych-Rock-Track, der sich immer super anfühlt, solange Steve nicht singt. Ich bin tief davon überzeugt, dass dieses eigentlich solide Album besser klingen würde, wenn ich die Vocals gesungen hätte. Besser als es jetzt klingt. Ram ist ein typisches Steve Howe Solostück auf der akustischen Gitarre, ähnlich wie er es für Yes mit zum Beispiel The Clap oder Mood for the Day aufgenommen hatte. In der Tat klingt es ein wenig wie The Clap Part 2, nur dass Steve Howe hier seine Parten und Einflüsse mehr durchklingen lässt und zum Beispiel einzelne Extraspuren mit Banjos und Steelgitarren einspielt, sehr im Stil von Wes Montgomery und Royce Mack. Super charmant und nur gesunde 2 Minuten lang. Pleasure Stole the Night ist eigentlich ein wunderbarer Song, vermutlich die beste Komposition auf diesem Album. Steve singt hier wieder. In den Refrains ist es zu ertragen, die Verse sind ein Albtraum. Gerade weil man spürt, dass das hier ein verdammt guter Song ist, der halt vollständig von diesem Gejammer verhunzt wird. Verdammtes Ego. Break Away From It All ist das letzte Stück auf diesem Album und obwohl es den Gesang von Steve Howe beinhaltet, ist es eigentlich zu ertragen. Die Tonlage passt hier einfach. Und ich vermute, dass Eddie Offroyd hier alles gibt, was er drauf hat, um den Song trotz Steves Stimme halbwegs funktionieren zu lassen. Steve Howe ist der einzige von den 5 Soloprojekten dieser genannten 2 Jahre, der für sein Album nicht nur die Dienste des brillanten Tontechnikers Eddie Offroyd in Anspruch nimmt, der bis dahin fast alle Yes-Platten gemischt hatte, sondern auch den Yes-Hofdesigner Roger Dean, der das Cover gemacht hat. Das Album
ist nicht Mist. Ich würde es auch nicht weggeben. Es hat einige gute Momente und gerade die drei Instrumentals sind äußerst interessant. Wie gewohnt sind Steve Howes Gitarrensolos hervorragend und der Psychedelic Rock Einschlag macht es stellenweise zu einem sehr lässigen Album. Im Studio hatte Steve Howe hier gleich drei namhafte Schlagzeuger beschäftigt. Zwei davon waren Yes Alumni Alan White, der auf vier Songs Schlagzeug spielt, und Bill Bruford, der auf zwei Tracks trommelt. Während der Griffon-Drummer Dave Oberle auf der dritten Nummer The Nature of the Sea mitspielt. Und natürlich ist der bereits genannte Patrick Moraz hier an den Keyboards unterwegs. Ich gebe hier 3 Sterne. Wenn dieses Album gut ist, ist es gut. Aber ich habe noch nie ein Album gehört, das so massiv von dem Gesang seines Protagonisten zerstört wurde. Vergleiche mit The Shags drängen sich hier auf. Und deswegen denke ich, dass ich mit 3 Sternen noch eigentlich ein wenig großzügig bin. Das war Steve Howe Beginnings aus dem Jahr 1975.